Hallo meine Lieben, wie man sehen kann, bin ich in Deutschland. Back in the game. Oh, oh. So, ja, da hinten steht der BMW. Es gibt hier und nochmal den Scheißboden. Wenn man hier reingreift, gibt es ein Notkit, um Luft zu erzeugen. Und zwar vorne links ist der Reifen platt. So, damit ihr auch seht, dass ich keine Scheiße quatsche. Von wegen auf der Fahrt Luft entwichen und so. Der ist platt. Sogar die Druckanzeige. Ja, leider nimmt der Reifen keinen Druck mehr an. Entweder weil der Wagen voll aufliegt. Theoretisch müsste man den einmal anbocken. Und oder die Gerätschaft, die ich habe, hat einfach nicht genug Saft. Aber der Reifen muss ja eh neu kommen. Ja, schade eigentlich. Also ich habe es ja echt vermisst, hier zu sein, aber das Wetter habe ich nicht vermisst. Ja, jetzt gibt es die letzten Sequenzen der Rückfahrt. Vorab, hier das Schätzchen habe ich auch vermisst, CL500. Ich würde euch gerne mal mit auf so eine kleine Städtefahrt mitnehmen, demnächst wieder. In dem Zuge können wir ja einfach ein paar Fragen beantworten. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt oder irgendwas schon immer mal wissen wolltet, schreibt es in die Kommentare rein. Ich werde die einfach bei einer kleinen, schönen Stadt-Assi-Runde dann beantworten. Und jetzt viel Spaß mit den letzten Sequenzen der Rückfahrt. Ich danke euch für den Support bis hierhin. Yo. 50 Meter vor dir musst du mit 10 Minuten Verzögerung durch Stau rechnen. Du befindest dich noch immer auf der schnellsten Route. Alter. Ja, habt ihr ja gerade gehört. Ich stehe jetzt hier an der österreichischen Grenze. Wir haben jetzt mittlerweile schon 22 Uhr wieder. Ich bin jetzt schon wieder 14 Stunden quasi am Fahren. Und wir haben jetzt noch exakt 1000 Kilometer bis zu meiner Haustüre. Ich bin mal gespannt, wann ich müde werde. Jetzt kommt natürlich mir zunutze, dass ich immer so spät wach bin. Also ich bin eigentlich immer so dem Straßenverlauf von hier noch 53 Kilometer folgen. Das Maul, ey. Ich bin immer so nachtaktiv. Also mir macht das jetzt nichts. Ich habe jetzt nur 2-3 Stunden gepennt zwar. Bin aber eigentlich noch aktiv. Jetzt gleich mal eine Pause machen. Läuft. So, hier kann man eine Vignette kaufen für Österreich. Bin mal gespannt, was das kostet. Vignette kostet 11 Euro. Ich habe mir jetzt noch einen Kaffee geholt. Bei so Pausen wasche ich mir immer das Gesicht einmal, mache mich frisch und dann geht's weiter im Text. Auf die A4 Richtung Wien und dann später auf die 8 und südlich von Passau kommen wir dann rein über die Landesgrenze. Inshallah. Wer weiß, was das ist? Seht ihr diese roten Punkte da hinten am Himmel? Leuchten mal auf und wieder weg. Dicker, das ist voll spooky. Das sieht so aus wie mein Sternenhimmel im Auto. Das blinkt und dann wieder weg. Als wenn man irgendwo in den Bergen LEDs installiert hätte. Ich habe das mal auf 0 resettet, weil ab jetzt sind es genau noch 1000 Kilometer bis zur Haustüre. Wir haben Restweite noch 426. Das heißt, einmal werde ich auf jeden Fall noch tanken müssen in Deutschland. Aber jetzt ist schön, alles in Euro, nichts mehr umrechnen und nicht mehr abgezogen werden. So, guten Morgen, sag ich mal. Die letzten 550 Kilometer. Ich bin jetzt hier bei Regensburg. Ich habe 3 Stunden geschlafen, meine ich. Bin auch direkt weggenickt. Mit so einer Decke hier auf dem Fahrersitz, ein bisschen nach hinten geneigt. Jetzt fahre ich die letzten Kilometer hier runter. Und bin auch echt froh, gleich das Ganze hier hinter mir zu haben. Aktuell alles wie gehabt. Toi, toi, toi. Kleine Tipps mal von mir hier, wenn ihr mal so längere Strecken fahrt.
Haut euch nicht den Magen voll mit schwerem Essen, weil das macht träge, müde. Geht immer so peu à peu. Am besten so kleine Snacks. Nichts Schweres. Und dafür dann kontinuierlich. Ihr könnt auch Kekse essen. Also ich esse sehr oft Kekse auf so einer Fahrt. Ich mache aber immer so Etappen. Wenn ich zum Beispiel, jetzt habe ich 470 auf der Uhr und ich hatte gerade 380 auf der Uhr hier an Kilometern. Und dann habe ich gesagt, pass auf, bei 500 mache ich einen Stop zum Beispiel. Also machst du immer so kleine Etappen und dann belohnst du dich dafür. Oder sagst du, okay, pass auf, ich fahre jetzt nochmal 150 Kilometer, dann trinke ich was. Hier sind ohne Ende Baustellen. Was so ein bisschen ärgerlich ist, auch die LKWs hier, die stören extrem. Ich habe auch keinen Bock, hier links rauszuziehen. Wir haben auch keine Eile. Gar keinen Stress, Bro. Gar keinen Stress jetzt machen. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich irgendwo Frühstück kriege, mich dann einmal richtig stärken und dann geht's weiter. Ich brauche unbedingt Kaffee. Ich habe auch noch nicht, ich habe ehrlich gesagt mir auch noch nicht die Zähne geputzt. Boah, das auch zum Beispiel schon, das ist so gerade voll richtiger Upturn und will ich auf jeden Fall gleich erstmal Zähne putzen. Ich trage auch seit 2 Tagen, also seit Sonntagabend, trage ich eigentlich die gleichen Klamotten. Wir haben jetzt Dienstag in der Früh, 6.56 Uhr. Und ich habe zwar auch Raststätten gesehen, wo man duschen konnte, aber ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Turn darauf. Ich bin ja auch alleine, also tue ich ja auch hier keinem Stress an mit meinem Körpergeruch. Also es wird Zeit wieder für ein kleines Päuschen. Zähne putzen, was essen. So, ich mache schon mal das Käppchen hier ab. Zack. Spaß, wenn da mal ein Euro rein. So, 2, 3. Na komm, mach 2, 4. Was soll der Geiz? So. Und dann. Was haben wir drauf? 2 Bar haben wir. Also wieder um 0,3 abgesackt. Kann das sein, dass das hier ist? Warte mal. Hier ist eine Beschädigung an der Seite hier. So, mal gucken, ob der Schätzekin hier genug Öl drin hat. Der drückt nämlich unten über die Ölwanddichtung raus. Wollte ich ja in der Türkei machen lassen. Ja, Öl ist gut. Aber die Probleme vor Ort in der Türkei. Erstmal war das eh teurer als wenn ich das in Deutschland mache. Ja, ist gut. Und ja, dann machen die später mehr kaputt, als wie sie es reparieren. So, also Öl geht klar. So, Nummernschild hält auch noch. Alles klar. So, hab was gefrühstückt. Jetzt werde ich mich mal auf das Stück begeben, auf das letzte 490 Kilometer. Ich werde wahrscheinlich noch einmal tanken müssen. Das wäre auch eine fette Farbe gewesen für den hier. Hab den ersten Teil schon jetzt geschnitten, kommt gleich online. Was heißt gleich? Heute Abend. Und dann gibt es einen Tag später, ich werde ja heute ankommen, einen Tag später den zweiten Teil meiner Rückfahrt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Ich mache mich jetzt mal auf die Flocken hier. So, 430 Restweite. Und wir haben noch 450 Kilometer vor uns. Also noch einmal tanken und dann einen Stop vielleicht noch. Und dann sollten wir auch ankommen. Oh, vorne, wenn ich lenke, ich glaube, Servoöl ist auffällig. Hallo? Wer? Jobcenter? Ja. Ich könnte am Motor vorbeischauen. Jetzt sind wir vorbei am Offenbacher Kreuz. Hier ist Abfahrt Frankfurt gleich. Frankfurt Süd, Flughafen, Frankfurter Kreuz.
In die Fresse Rap, jetzt gibt's Heckmeck. Fick deine Mutter Mucke, das ist die Message. Jawoll, Köln. Wenn Köln schon auf dem Schild steht, dann ist schon wie zu Hause hier. Also, da ist schon dein heimisches Gefühl. Nur noch 65. Noch 65 Kilometer bis nach Hause. Dieser Teilabschnitt zieht sich natürlich extrem durch eine Baustelle, die gleich noch kommt. Ja, bitte, hallo? Ja. Ja, gebe ich so weiter. Okay, bis dann, tschüss. Also, ich soll euch sagen, ihr sollt diesen Kanal hier abonnieren und das Video kommentieren. Bis dahin, tschüss.